Und willkommen zurück zu Uncharted 4. Ich denke mal, dass jetzt hier in den unterirdischen Höhlen vom Avery ziemlich explosiv weitergehen wird. In der letzten Folge war es ziemlich explosiv. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht freiwillig. Freiwillig. Okay, dann geht's weiter. Oh, hier ist ein Schatz. Antikes Steingefäß. Oh. So. Okay. Sonst ist hier ja nichts. Oder geht's da hoch? Nope. Sieht nicht so aus. Okay, hier für eine Treppe runter und ich sehe Licht. Okay, das ist eine Fackel. Die hat anscheinend jemand hier gelassen als Spur oder sowas. Springen wir einfach mal runter. So, okay, das ist eine Art. Gut, wir haben die Spur. Genau. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, ich immer. Hey, soll aber da oben ist ja auch noch was. Komm bitte runter. Komm du doch runter. Hier weitergehen. Aber hier geht's doch gar nicht weiter, oder? Oder die sind von da oben gekommen und sind hier lang gegangen. Das kann natürlich auch sein, gell? Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Wir finden. Ah, hier geht's auch wieder runde. Okay, hier ist Water. Das heißt, wenn er. Elena, runter! Idiot, alles zum Einsturz bringen! Scheiße, wenn ich nur so einen Schuss habe jetzt. Schon wieder keine Munition mehr, was ist denn da los? Na, das ist einfach scheiße, wenn du keine Munition hast. Na, oh. Alter. Dann sind sie wieder down. Sehr gut. Schaffe ich einfach nicht. Oh nein! Hey!
Ich habe zwei Schuss, dann nehme ich über die mit. Okay. Munition mitnehmen. Okay. Ich hoffe mal, dass hier nicht mehr so viele Sprengfallen sind. Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Kommen wir jetzt darüber? Nee. Kommen wir nicht rüber. Okay. Soll nicht so sein anscheinend. Die Münder, die mich verleumden. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Hier das Sackgasse. Okay, dann holen wir sie mal ein. Oh. Hallo. Hä? Hey, das geht also einmal rund? Sieht so aus. Oh Mann. Das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Geht's vielleicht hier hoch? Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Averys. So, da ist ein Tor. Ich hoffe mal, das können wir öffnen. Hallo. Schlüssel? Irgendein Schlüssel. Kann man bestimmt noch mal brauchen. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Leutnant Barton. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in die Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihn den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenuntergang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln und dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und die Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Captain Thomas Till. Tod denen, die vom Weg abkommen. Okay, jetzt könnte wieder so eine Art Rätsel sein.
Okay, dann schauen wir mal weiter. Ach Mann. Wieder springen fallen oder was? Okay, hier geht's hoch. Da ist eine Tür, oder? Hä? Achso, da bin ich im Kreis gegangen. Okay. Alles klar, ich verstehe. Meine Fresse. Boah. Lass knallen. Ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Explodierst du jetzt? Nein? Und du dann? Auch nicht. Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Okay. Wow. Gehen wir mal hier runter. Boah. Okay. Alles klar. Was ist das? Ruhig bleiben. Danke. Wie tief geht denn das hier noch runter, ey? Okay, was ist das hier? Ja, nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Mhm. Oh, nee, oder? Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Sehr gut. Ah, warte mal. Weg untersuchen. Umdrehen. Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Okay. Guck mal, das können wir immer jederzeit aufrufen. Okay, wenn das der ist, ist der umgedreht. Dann müssten die ersten zwei hier frei sein. Okay. Die müsste frei sein. Okay, dann ist der praktisch der untere. Okay, das war ein guter Anfang. Müsste der auch frei sein? Okay. Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Das Kreuz. Kreuz schaut in die Richtung. Also müsste das hier. Weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Das müsste eigentlich frei sein. Wann komme ich da jetzt hier rüber? Hallo? Komm doch mal her! Wo ist das Schiff? Das Schiff schaut da nach oben. Also müssten die hier frei sein. Genau. Das muss auch frei sein. So, Kreuz. Okay, Kreuz. Sind hier alle belegt? Kreuz sind alle belegt. Okay, ich glaube, der Weg ist schon mal falsch. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Okay, hier müsste frei sein. So weit, so gut. Das müsste auch frei sein. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Ja, stimmt. Okay, da müssten jetzt eigentlich die drei da frei sein.
Leck mich, Avery. Okay, es geht noch ganz gut. Easy. So, weiter geht's. Da kommen wir. Hoffe ich doch mal. Oh, yeah. Ach Gott, ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja, lass uns hier vorsichtig sein. Okay, Leute, wie es denn aber hier weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Servus, euer Andi.